Hallo Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge von Dark Souls 2 Scholar of the First Sin im New Game Plus. Ja, wir sind hier noch im ersten DLC. Genau gesagt, vor dem ersten Boss. Und ich weiß gar nicht, warum mein Leben gar nicht komplett hochgeht. Ich habe das Gefühl, da fehlt so ein ganz Millimeter noch bis zur Begrenzung. Aber okay. Ich fange gerade erstmal an, die Steuerung zu verhauen. Ich wollte gerade A gedrückt halten zum Rennen. Da ich das gerade von anderen Spielen gewöhnt war noch. Okay. Ich glaube, jetzt hat sich aktualisiert und passt. Jetzt ist die Begrenzung da, wo wirklich die Grenze wäre. Okay. Untergangskönigin Elana. Nächster Versuch. Da liegen unsere Seelen. Sehr schön. Und wir haben unsere Seelen wieder geholt. Waren es denn? 20.000 waren es nur. Okay. Hätte man auch darauf verzichten können. Wird man ein Stückchen trinken? Immer gut. Da geht's hin. Ich glaube aber, dass wir hier schon wieder nichts mehr. Nein! Oh, das war knapp. Okay, sie beschwört ihn. Das ist relativ gut. Nein! Die Art war zu früh gerollt. Komm, schlag nochmal zu. Danke. Jetzt kann ich ihn nochmal trinken. Und dann kümmern wir uns erstmal wieder um sie. Könnte auch mal gern leider aus der Ecke rauskommen und ich sollte mich nicht von ihm treffen lassen. Au. Schlüpfen. Kommst du bitte mal da hinten raus, du dumme... Danke. Na gut, das war jetzt nicht der Plan. Nein! Das war wieder zu früh. Hab ich selber gemerkt. So. Okay. Einmal zu viel geschlagen. Ja gut, ich habe es aber einfach schon gesagt, das wird wahrscheinlich nichts. Ich weiß auch nicht, warum ich bei der so extreme Probleme habe. Ich kann es gar nicht genau sagen. Ich glaube, ich will einfach immer zu viel und zu schnell. Daran liegt vermutlich. Moment mal, wir könnten vielleicht auch mal den Flammenquarzring aussehen und erstmal einen Hartschallring anziehen. Ich glaube, sie macht zwar finsternis Schaden, aber sie macht ja auch durchaus körperlichen Schaden. Ja? Der Flammenquarzring, glaube ich, bringt bei ihr nicht so viel. Ich meine, wenn man von Pyromantin getroffen wird, hat man eben ein Problem. Okay, das war ein Fail. So. Ach, wir können ihn nicht aufheben, während er was sagt. Daran kann es liegen. Okay, das war blöd. Okay, ich schwöre ihn, das ist gut.
Sehr gut. Jetzt haben wir es immerhin schon mal auf der Hälfte. Und senkt mich da hinten diesen Packling fest. Na danke, da habe ich jetzt gerade nicht mit gerechnet. Einmal schlupfen reinhauen. Hast du so gedacht, hä? Habt ihr euch so gedacht, hä? Nein, 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 nicht nervös werden. Zwei Stücke nehmen, sicher ist sicher. Nein, das war blöd. Na gut, wir haben trotzdem mehr Leben als vor. Jetzt nicht mehr. Sehr gut, das war super. Dass sie da genau gleichzeitig zugeschlagen haben. Wow, 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 wow. Oh, oh. Na, es lief so gut und ich mache diesen Scheißfehler und trinke da, während die sich wegportet. Ach, ich hasse diesen Boss. Ich hasse ihn. Komm, ich nehme mal ein Menschenbild. Ich glaube, ich werde gleich noch, bevor wir da reingehen, noch mal was anderes nutzen. Das zeige ich euch gleich aber. Aber es lief ja schon mal relativ gut. Und wenn Waldstadt uns getroffen hat, hat er uns trotzdem nicht so sehr viel Schaden gemacht. Zumindest kam es mir zuvor, das eine Mal, wo er uns getroffen hat. Also ich weiß nicht, ob er uns nur einmal getroffen hat. Das habe ich gar nicht mehr im Kopf. Aber ich weiß, bei dem einen Mal, da ist es mir auf jeden Fall aufgefallen, dass er weniger Schaden gemacht hat. Ah, würde ich jetzt sagen, nutzen wir mal eben noch ihn hier, einen Leuchtkäfer. Verursacht mehr Schaden und er leidet weniger. So, dann noch schnell verzaubern. Und rein da. Die Seelen holen. Und jetzt direkt auf die Alte drauf. Okay, das war ein Fehler. Okay, die noch. Schnell mal Schlimmchen trinken. Und nochmal auf sie. Nein! Er schnappt ein bisschen. So, wenn wir so einmal auf sie drauf gehen. Rein, aber wir haben das schon fast. Ein Drittel, würde ich sagen, hat sie noch. Oh, das war gut, dass er uns da nicht getroffen hat. Okay. Das war wieder blöd. Und das war zu früh gerollt. Scheiße da wieder. Sag ich doch. Da steht, komm, schlag mal zu. So. Jetzt hier aber ganz konzentriert. Konzentriert an die Sache ran, ne? Mhm. Das wird doch wieder nix. Na komm, schlag mal zu. Danke.
Gut. Jetzt kann ich nochmal einen Schluck trinken und mich voll heilen. Ah, ein dritter kam noch, okay. Jetzt macht ihre Scheiße da wieder. Okay. Schade, ich dachte, das reicht. Hat doch nicht so ganz gereicht. Aber jetzt. Holy fuck. Und er hat uns fast auch noch mal gekillt. Hier, erstmal vor Freude den Essos leer saufen. Oh Gott. Diese Kack... Oder dieser Kackboss, ne? Ich hasse ihn. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie es beim Drachen wird. Ich ahne Böses. Ich ahne ganz, ganz Böses. Erst einmal ransetzen. Ich weiß gar nicht mehr, was da für einen Schaden macht. Transzendenter Edde. Okay. Ich schau nur mal. Ob das ein Free war. Oder Free war. Ich schau mir die nur mal an. Ja, die ist wahrscheinlich einfach nur eine Wunderwirkerin. 164, ich gebe die Seelen erstmal aus. Nehme noch irgendwie 1, 2 und oder ein paar mehr. Und gebe die Seelen dann aus. Bevor wir da irgendwie, ne? Bescheiß das. Bevor wir die da irgendwie verballern. Ich nehme einfach mal... Wie viel bringt die? 5000. Dürfte eine zweite reichen. Oder? 177. Nee, brauchen wir noch eine. So. Und dann bitte einmal wieder Konstitution. Dank. Auch wenn das jetzt nicht mehr sehr viel bringt, ne, aber naja. Oh Gott, ich habe Angst vor dem Boss. Ich habe keinen Bock auf den jetzt. Ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, was da ist. Ich habe generell so viel vergessen schon wieder, ne? Wo es gar nicht mal so lange her ist, dass wir das alles gemacht haben, aber okay. Okay. Ja, ist okay. Okay, das erste Mal rollen habe ich schon mal verpeilt. Gut, da muss ich also vorher noch rennen. Gut. Da bist du. Das war wieder zu früh gerollt. Okay, das war jetzt nicht gut. Doch, ging. Bei Lisa. Das kommt doch bestimmt angestürmt, oder? Oder fliegt der hoch? Natürlich fliegt er wieder hoch. Okay, auf uns zurennen. Das funktioniert schon mal ganz gut. Ach, scheiße, stimmt. Komm, trübert. Ja. So. Nix gibt's da. Okay, auf und zu rein. Wir sind da. So. Okay,
zu weit auf ihn zu rennen wollte man auch nicht. Komm, komm, komm. Ah, jetzt wird gerade was drin. Arsch. Okay, na gut. Na gut. Immerhin ein bisschen was dazugelernt wieder. Okay, am Anfang kam der auf uns zugestürmt. Das heißt, da weiß ich noch gar nicht genau, wie ich da ausweichen sollte. Wahrscheinlich irgendwie zur Seite. Naja, nächster Versuch. Die 2000 Seelen, die lasse ich jetzt mal liegen. Das ist mir jetzt egal. Ich muss auch mal gucken, wie weit ich hier gehen kann. Wo fängt der? Da etwa, okay. Gerollt. Okay, okay, okay. So, jetzt wieder unter ihm. Mal ein Stück trinken. Und ein bisschen weiter weg. Da komm. Lass mich treffen. Ja. So, das war doch schon mal ganz gut. Wo gehst du hin? Was war noch? Das war nicht gut. Okay, ist er wieder gelandet? Das Item hole ich mir generell erst später. Ist er. Ah, okay, danke. Das ist sehr schön, dass du das machst. Nein! Okay. Komm, trink was. Und vielen Dank. Gute Nacht, du Arsch. Zweiter Versuch, geht ja. 192.000 Seelen, okay. Da nochmal 2.100 Seelen. Da hinten das Item holen und dann holen wir uns die Krone. Und gehen noch zum letzten Boss, den es hier noch gibt. Beziehungsweise letzten Bossen. Das sind ja mehrere. Wofür will ich von hier zurückreisen, ne? Ich glaube, das lohnt sich von der Zeit her nicht wirklich. Obwohl, könnte... Ja, doch. Könnte sich... Egal. Im Speedrun wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Aber wir sind hier ja nicht im Speedrun. Gut, dann schauen wir mal. Wo mussten wir jetzt hin? Nach Majula würde ich auf jeden Fall sagen. Seelen ausgeben. Aber diese Folge 2 Level geschafft. Ja. Und 2 Bosse. Ja, ist okay. So, Konsti haben wir auf 40. Dann würde ich danach Vita nachziehen. Wir gehen... Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, hier ist ganz gut. Ich glaube, das müsste passen. Moment mal, wir könnten vorher nochmal... Bevor ich das nämlich vergesse, zum Gebetsturm gehen. Denn wir müssen ja einen Schlüssel mittlerweile haben, ne? Also, warte mal, Gas, ging es nicht sogar da im Schlüssel weiter? Da beim Schlüssel weiter? Täuscht mich da gerade? Ich weiß jetzt nicht. Ich würde sagen, da wir jetzt gerade eh kein Menschenbild mehr haben, probiere ich es hier eben nochmal als Item zu bekommen. Beziehungsweise, ja, ein Menschenbild nutzen müssten. Na, komm auch. Okay, das war zu früh. Das ist richtig.
Weil ich Idiot vorher nochmal einen Schritt zurückgegangen bin. Egal, lassen wir's. Lassen wir's. Vielleicht ein anderes Mal nochmal. Mal schauen. Und wenn nicht, ist jetzt auch nicht so schlimm, denke ich, wenn wir ein Item auslassen. So, ich will jetzt nicht wieder 3 Jahre brauchen, um da ein Item zu holen. Das ist am Ende, ja, wahrscheinlich nicht mal groß was bringt. Boah, ich dachte gerade, der hätte jetzt noch ein Item gedroppt. Da hätte ich mich auch ein bisschen geärgert. So, wir müssen jetzt... Oh, mir fällt gerade auf, wir gehen hier gerade erstmal in diesem Run über die Brücke, ohne dass der Drache da ist. Also, überhaupt das zweite Mal erst über die Brücke. Na komm, tut was. Vielen Dank. So, jetzt ist noch du da. So, so geht's auch. Ist auch okay. Und dann wollte ich schauen, das war hier den Schlüssel, den müssen wir ja jetzt haben, oder? Ja, sehr gut. Und gute Nacht. Fangen wir vorne an mit dem Tun. Da hinten ist eh noch Gift. Und die hat auch nichts gedroppt, wie es scheint. Getrocknete Wurzel, ja. Ne? Brauche ich nicht. 2 getrocknete Wurzeln. Brauche ich auch nicht. Komm, jetzt 3, 4 und 5. Ne, ich glaube, hier war noch was anderes. 5 getrocknete Wurzeln. Brauche ich aber auch nicht. Das finde ich ein bisschen sinnlos teilweise. Da hätten sie auch 8 in eine packen können. Blitzklauenring. Weiß nicht, warum sowas gemacht wird. Weiß nicht. Keine Ahnung. Ich meine, die stehen direkt nebeneinander. Ist ja nicht so, dass mal eine übersieht oder so. Asketenleuchtfeuer. Asketenfeuer zweimal. Na, da hätten sie auch 3 Truhen hin machen können, dann eine 8 packen können. Das wäre auch symmetrisch noch aufgegangen. Mit 3. Aber okay. Wie sie meinen, ne? Jetzt gerade nicht. Lass mich mal durch. Danke. Jetzt schon? Da kommt er schon. Na komm. Ich habe kurz überlegt, ob ich es mache. Aber ja. Nee, 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 nee. Du bist vergiftet und ich nicht. Dafür krieg ich gleich wahrscheinlich auf die Fresse. Nein, steht ja zu früh losgelassen. So, Backstab. Das sollte es gewesen sein, ne? Jawoll. Aber tatsächlich ist da hinten das andere Leuchtfeuer. Jetzt bin ich am überlegen, was bei dem anderen Weg noch war, wo ich am überlegen... Also wo ich überlegt habe, dass es da auch lang gehen könnte. Müssen wir mal schauen. War die Truhe schon immer da? Heiligtumsschild? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob die schon immer da war. So, ich glaube, hier kommt man ja nicht groß was machen, ne? Dann war die Truhe, glaube ich, auch schon immer da. Sonst wäre es ja komplett sinnlos hier oben. Ich meine, sowas gibt es natürlich auch, aber... Ne. Gut, gehen wir mal rüber zum Leuchtfeuer. Genau, gerade nochmal kurz orientiert. Und du komm mal hoch.
Zeit. Gehe ich mal kurz das Leuchtfeuer nochmal. Auch wenn ich es nicht unbedingt müsste, aber... Oh ja, okay, ne? So, bleibst du, da bist du. Okay, und wieder runter. So, da können wir hier das Item holen. Fünf Fackeln. Oh. Oh. Ist ja nicht so, dass wir jetzt nicht genug Zeit hätten, ne? Bei den Fackeln. Bei den Fackeln. Gute Deutsch, ne? Ja, ich glaube 11 Stunden 24, ja. Dunkles Großschwert. Und dann gehen wir einmal zurück. Ich weiß nicht mehr, ob unten noch was war. Ich kann mir das einfach nicht merken. Ich kann es mir nicht merken, es ist der Wahnsinn. Deswegen rufen wir uns mal im Aufzug und dann schaue ich da nochmal. Ansonsten sollten wir soweit fast alles haben. Einen Weg noch, wo ich jetzt dachte, da geht es zum Boss. Also beziehungsweise da kommen wir hier zum Leuchtfeuer. Da werden wir jetzt gleich dann auch mal hingehen. Na komm. Danke. Aber erstmal ganz runterfahren. Während ich hier probiere, meine Waffen irgendwie zu organisieren, ne? Ja, natürlich war hier nichts. Na gut, gehen wir zum Leuchtfeuer. Und dann bin ich am, ja doch, der Versteck in dem, ja in dem versteckten Raum, da ist es am besten, denke ich. Geheime Heiligtumskammer, genau, so hieße. Ich denke, von da aus geht es am besten dahin. So, falsche Richtung, hier einmal. So. Und hallo, meine Freundin. Ja, natürlich droppt sie was. Dann warten wir mal kurz, bis das nicht vorhandene Gift weg ist. So. Da kommt da wieder Gift. Ich jetzt mal, danke. So, vielen Dank. Und dann gehen wir hier entlang und gehen hier runter. Wir gehen jetzt mal hier nach unten. So, da haben wir wieder einen. Noch ein. Ja, das treffe ich jetzt gerade nicht so. Das treffe ich so. Ja. Ja, reicht. Sehr gut. Und du noch. Und dann gehen wir mal runter. So, jetzt kommen natürlich wieder alle an. Mal ganz gut aus. Sehr schön. Items sammeln. Lebenssteine. Boah. Schwarzkrautbalsam, ja. Alter Pflanzenbalsam, ja. Und die auch ein Küchlein. Gut. Ist da oben noch einer. 20 giftige Wurfmesser. Genau, da über uns. Der irgendwie in der Luft hängt, wie scheint. Was war das? Und was gab's hier? Das heißt, hier dürfte, glaube ich, dann nur ein Zuhr, also ein Raum sein, wo einfach nur irgendwas drin ist, ne? Genau, eine Truhe. Und hier gibt es Flintsring. Okay.
Und hier kommen wir auch schon wieder raus. Was hat der Flintsring nochmal gemacht? Das will ich doch nochmal eben schnell nachschauen. Jorksring war, wehrt manchmal Zauber ab. Flintsring, verringerte Belastung, erhöht körperliche Angriffe. Ah, stimmt. Aber, ja gut, der verringert auch die Abwehr. Sonst hätte ich gesagt, nehmen wir den mal. Körperliche Angriffe mit der Stärke des Windes in proportionalem Verhältnis zur verringerten Belastung. Aber hier steht auch in der Beschreibung steht nichts davon, dass der, ja, die Widerstände mal eben, beziehungsweise die Abwehr, mal eben um 100 senkt bei allem. Na gut, wir gehen noch zurück und in der Zeit sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen, denn das war's wieder mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und einen Kommentar da, das würde mir sehr weiterhelfen und bis zum nächsten Mal dann bei Dark Souls 2 Scholar of the First Sin im New Game Plus.